Ob ich das hatten? An der 4 vorne in einer Woche geknutscht. Schon mal Mord gegeben beim Bachelor? Jetzt reicht's. Ich weiß gar nicht, warum ich eigentlich noch hier bin. Ja, es hat geknistert. War es so schlimm, mich zu küssen? Die Hose nicht annehmen. Es knallt. Nein, 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 es geht nein. Mir zu weit. Können Männer so blöd sein? Hier spielt keiner mit offenen Karten. Willkommen zur Kuss-Drama-Folge vom Bachelor. Das wird eine intensive Woche und ganz ehrlich, für die Frauen wird die Woche nicht einfach. Müssen sie also arbeiten? Wie kann Gott zulassen, dass solche schrecklichen Dinge passieren? Tja, in Bayern ist halt alles möglich. Na gut, bis auf die Tatsache, dass eine Kandidatin mehr als 2 zusammenhängende Sätze von sich gibt. Haben wir eigentlich schon geklärt, was unser Nico sagt, wenn er an Lindas Bikini denkt? Es ist definitiv alles offen. Ich muss mir auch sicher sein, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Schön und gut, wir Trash-Fans hoffen allerdings, dass eine auf dem richtigen Weg nach Australien ist. Da kannst du aber lange drauf warten. Ich weiß nicht, ob ich das gut mache. Ich weiß auch nicht, ob ich das richtig mache. Ich weiß nur, ob ich es falsch mache. Ich hoffe, dass es sich am Ende alles lohnt. Und dass genau an diesem Ende natürlich dann die entscheidende Frage beantwortet wird. Wo versenkt der Bachelor heute seine Schlange? 6 Frauen sind noch im Rennen. Krass ist es. Ihr Lieben, lasst uns heute gemeinsam den Tag genießen und die Gegend ein bisschen erkunden. Ich freue mich auf Mimi und Michelle. Nico, Mann, was hast du da weggetan? Oh, unsere beiden Erzfeindinnen auf einem Date. Alle haben ja so viel Freude an einem herzerfrischenden Streit wie ich. Während die Videonachrichten von unserem Nico Schulreferate, würde ihm die Lehrerin garantiert empfehlen, mal frei zu sprechen und nicht alles abzulesen. Ich würde in die Geschichte eingehen. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass er großartig nachgedacht hat. Als würde man eine Schokotorte mit einem Wiener Würstchen verbinden. Klingt nach einem absoluten Dreamdate, aber sag mal, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Gruppendate und einem Einzeldate? Okay, ich gehe mich rasieren. Ganz genau. Mimi erhofft sich ein bisschen mehr als nur eine Rose vom Date. So. Er habe sich also keine Gedanken gemacht. Naja, ich würde es mal so sagen. In dieser Sendung denkt wirklich immer nur an den Tagen im Jahr jemanden, an den Patricia Blanco nüchtern ist. Null! Da ist die Beziehung zu Mimi noch eine ganz andere, weil wir hatten das Übernachtungsdate. Wir kennen uns schon wirklich sehr gut. Machen wir eine Fahrradtour? Ja, ich kann nicht nach hinten gucken. Es lässt mir keine Ruhe. Es sind wirklich nur noch 6 Frauen da. Oder wie unser Bachelor Basti sagen würde, ich brauche dringend Nachschub. Nico kennt sie also durch das Übernachtungsdate gut. Wie gut? Kopf aus, Herz an. Hose auf. Und Pferde. Das ist eine Ente. Nein, das ist ein Delfin. Was ist das? Ist ja auch nicht normal hier. Ist alles nicht normal. Also ich weiß auch nicht, wer sich 3 Dates hier ausdenkt. Das war einfach die geilste Idee. Ein Date mit 2 Frauen, die allerdings auch so nervig sind wie 22, könnte uns vielleicht mal eine Trash-TV-Expertin sagen, wie viele Bestätigungsgespräche unser Bachelor da jetzt heute führen wird. Das kann ich in Zahlen nicht ausdrücken. Nico hofft jetzt natürlich, dass die Frauen ganz genau zuschauen, wie die Kälber hier an diesem Fläschchen nuckeln und Milch absaugen. Und was hofft er noch so? Das ist ein gutes Stichwort. Wollt ihr auch streicheln? Ja. Ein bisschen mehr Einsatz hier, komm. Hand aufs Herz, gibt es Momente, wo man denkt, ja, das passt. Ja, ganz schön häufig leider. Dass ihr so talentiert seid, ihr seid richtige Bauernfrauen, das ist Wahnsinn. Ja. Dann würde ich gerne noch mit Michelle hier bleiben. Okay. Und der hat die da gelassen, gell? Der Bachelor findet hier in einem Kuhstall statt. Ich würde sagen, endlich ist das Format genau da, wo es auch hingehört. Und wenn ich es richtig verstanden habe, er fühlt sich zu mehreren Frauen hingezogen. Wollen wir einfach mal einen Blick in die Zukunft wagen? Ich habe meinen Partner schon mal betrogen. Du bist zweigleisig gefahren, ja, anderthalb Jahre. Oh, ja, das Eine Bauernfrau, im Fachjargon auch Frau von Oliver Sanne genannt. Nein. Mimi ist gerade wieder da. Verarschst du mich? Ich schwöre. Eine bleibt. Ist sie geblieben? Mir ist gerade richtig schlecht. Ja, ich verstehe es. Versteh. Aber das hat doch nichts zu bedeuten, nur weil das. Natürlich hat das was zu bedeuten. Nein. Das ist am Anfang war ich enttäuscht, jetzt bin ich sauer und enttäuscht und ich bin so verletzt. Boah, und der Himmel sieht so dämlich an, ne? Könnte ich kotzen. Es lastet so schwer an ihm und zieht ihn wirklich komplett runter. Das hat fast schon das Niveau von Dani Büchners Doppelkinn. Und Dani kann das ja immerhin auf ihren Brüsten ablegen. Mimi ist einfach dermaßen außer sich. Und wir alle dachten, es gibt niemanden, der so verzweifelt ist wie Leute, die bei einem Festpreis bei eBay Kleinanzeigen verhandeln. Er will sie einfach haben. Ich will nach Hause. Können Männer so blöd sein?
But it is what it is. Wenn du mit einem Hochzeitskleid auf dem Eis stehst, ich weiß gar nicht, warum ich eigentlich noch hier bin. Wir allerdings schon. Mimi fragt sich, wie können Männer einfach so blöd sein? Frag einfach mal deine Ex-Freunde, dann bist du schon einen guten Schritt weiter. Gut, sie hat ja natürlich auch schon mit ihm geknutscht. Wer sagt ihr, dass sie jetzt indirekt mit ihrer Erzfeindin knutscht? Ich mag, wenn du bist, wenn du jemanden magst. Ja, ich habe ja insgeheim schon ein bisschen drauf gewartet, als wir da lagen. Ist wirklich von Anfang an eine besondere Beziehung zu Michelle gewesen. Mit wunderschönen Momenten. Und heute hatten wir den schönsten. Knutschen war natürlich der schönste Moment für ihn. Wahrscheinlich, weil er Frauen einfach so gerne in die Augen schaut. Also gut, zumindest Linda schaut ihm in die Augen. Was sagt eigentlich unser Discount Ralf Dümmel, wenn er mal einer Frau neue Silikoneinlagen oder eben neue Lippen schenkt? Und ich merke das ja, dass ich so auch in sie investiert habe. Bauernhof also. So kommt man nie mehr. Das war heute, ich glaube, für uns beide so eine Bestätigung. Ich gehe mit einem sehr guten Gefühl ins Bett. Wenn wir lesen, dass Bon Schlonzo Henrik bei Promis unter Palmen bereits rausgeflogen ist, weil er sich mit Melanie Müller gezofft hat an Tag 2. Tag 2. Michelle, das ist ja alles schön gut, aber bitte auch mal an die Zukunft denken. Wir alle wollen natürlich Mimi im Sommerhaus sehen. Und wie küsst er so? Hast du ihn geküsst? Es war auf jeden Fall ein schöner Tag. Also ja. Von mir aus kann er sich für jede Frau hier in diesem Haus entscheiden. Aber doch nicht für die. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich irgendwie wie ein drittes Rad am Wagen bei dir. Es nervt mich alles. Sie ist falsch. Jacquelines Lippen gefällt das natürlich. Vorne rum hui, hinten rum pfui. Gut, dem Jota war das auch scheißegal. Ja, es ist irgendwie alles komisch, aber das liegt natürlich am Format. Und schon steht neuer Ärger ins Haus. Nachricht! Hanna hat jetzt ein Einzeldate. Ach, du Kacke. Unglaublich. Hat die Hanna schon wieder ein Einzeldate und ich bin immer noch without. Der Typ ist echt hart. Der hat richtige Coronen, ich sag's euch. Ganz vielleicht hast du dir das halt leider auch selber versaut, wie erinnern wir uns. Bei uns war das ja noch so traditionell, dass der Mann, der muss dann Tiere schlachten. Lindas Eltern wollen, dass der Zukünftige ein Tier opfert. Sind Lindas Eltern Sebastian Preuß? Wow. Diese Woche habe ich mal wieder kein Einzeldate. Ja, ich auch nicht. Ja, du hattest schon ein. Ich fühle mich sowieso der Oberdepp. Ich bin unter den letzten 6, hab den Typen nicht mal kennengelernt. Was soll der Mist? Ey, schick mich doch einmal nach Hause. Ach, mein Herz. So ein Kacker, ey. Grüß meinen Mann von mir. Nee. Linda. Dann geh doch! Ins Ghetto. Wenige Minuten Sendung und Linda sorgt schon für sinnloses Drama. Das ist mein RTL. Ja, und Steffi, du hast ihm ja vergangene Woche gesteckt, dass du bei deinem Papi wohnst. Wir alle kennen das natürlich. Vielleicht hat ihn das abgeschreckt. Crazy. Den Stern, den du gerade gesehen hast, der heißt nämlich jetzt Hanna. Natürlich kribbelt's mit Hanna. Oh Gott, guck mich nicht so an. Das Einzige, was bei den Kandidaten natürlich kribbelt, sind die Herpesbläschen nach der Knutscherei. Und nein, das ist nicht der Mond mit sehr, sehr tiefen Kraterlandschaften. Das ist einfach Lishas Gesicht nach zu vielen verpfuschten OPs. Ich kann man nicht mit so einem Dreck vergleichen. Und er will mir die Rose anbieten, werde ich sie nicht nehmen. Weil ich keinen Draht zu diesem Menschen habe. Direkt so in die Home-Dates reinspringen, wenn er mir eine Rose geben würde, wird nicht laufen. Wir sind noch so wenig und ich komme mir so vor, was ist meine Aufgabe hier? Das gibt's doch nicht. Wie deine Aufgabe? Ja, wofür steht wohl das L in Linda? Das Leberwurst. Das natürlich auch, aber eigentlich natürlich für Konfro. Und tragischerweise darf Linda noch nicht mal ihr Outfit selber auswählen wie beim vergangenen Mal, als sie sich angezogen hat, als würde sie an einen FKK-Strand gehen. Das weiß ich ja, dass du ein super Herz hast. Das merkt man. Was willst du? Das. Ja. Das ist realistisch. Also okay. So würde ich normalerweise sitzen. Noch realer? Noch realer. Okay. Sie sitzen leider nicht wie beim vergangenen Mal so weit auseinander, da konnte er immerhin nicht mehr so ekelhaft flüstern. Der Bachelor hat Hanna überhaupt nicht verdient, die ist so toll. So, jetzt gucken Sie sich den Mond an und der ist tatsächlich genauso weit entfernt wie Mimis Ego von der Realität. Sie hat ihn safe heute geküsst. Das kann er nicht machen, wenn er das macht. Setz dich hin. Ich will mir ein Bier holen. Du setz dich hin jetzt. Gab's einen Kuss? Ja. So
abzufrühstücken, finde ich einfach krass, dass man von heute auf morgen einfach eine andere knutscht, sozusagen. Wie geht das? Aber ich habe so viele gehabt, dann ja, ist ein abgesprungen und deswegen bist du dran gekommen. Der Bachelor knutscht einfach so viel rum. Ist das Vater? Er meinte so, ja, der ist ja echt ein seriöser Typ, der hat ja nicht mal Vorstrafen. Komisch, das passt eigentlich gar nicht zu RTL. Ist das Vater, hat er vorsorglich das Bett schon mal neu bezogen. Man weiß ja nie. Dann Nico. Damit du mich niemals vergisst. Okay, leck mich auch am Arsch. Ich hab keinen Bock mehr. Wofür? Wofür denn? Weißt du, was auf der Urkunde steht? Damit du mich niemals vergisst. Die Stimmung ist fast so schlecht wie die Make-up-Skills von unserer Kosmetikerin Carina. Come on, Leute, es war ein Stern und kein Schwan. Dich ins Knie, ey. Ich lass mir noch nur tiefer in den Arsch. Je länger ich bleibe, desto tiefer wird mein Arsch gefickt. Hast du schon mal einen Mord gegeben beim Bachelor? Ja, also wenn du so fragst... Tut mir leid. Es ist schon krass, wie sie sich gegenseitig einfach überhaupt gar nichts gönnen. Und unsere Mimi wirkt eigentlich fast noch verzweifelter als der Zustand der Erde im Jahr 2021. Zu Recht. Lasst uns heute das gute Wetter gemeinsam genießen. Nur du und Steffi. Echt jetzt? Ja. Was soll ich sagen, Leute? Es ist over. Definitiv. Okay, Linda. Wir beruhigen uns. Ich bin auch kein Haustier, dass ich in der Villa gehalten werde. Das ist doch nicht meine Aufgabe. Das nächste Gruppendate steht an. Oder wie unsere Linda sagen würde. Opferdate. Komm, Linda, hier. Mach dir mal einen entspannten Tag. Jacquelines Lippen und ihre Brustnamen träumen davon. Siehst du mal so? Haustiere oder wie es beim RTL auch heißt. Unterhosen aller Bachelor- und Schwiegertochter-Gesucht-Kandidaten. Die Mädels kommen. Die Mädels kommen. Benimmt euch. Du bist nicht allein. Ich bin nicht allein. Und es sind keine anderen Frauen. Yay. Die können doch nicht nach hinten treten, oder? Nein. Aua! Okay, nice. Ich bin auch gespannt, was ihr eigentlich untereinander gesagt habt die ganze Zeit. Du lebst halt nicht mit uns allen zusammen. Richtig. Im Haus. Und ja, wir müssen alle die ganze Zeit mit der Konkurrentin zusammen wohnen. Also das Alpaka ist natürlich ganz offensichtlich stellvertretend für uns Zuschauer da. Sehr gut. Steffi hat einfach ein bisschen Angst, dass sie nicht gesehen wird. Du, aber keine Sorge, dein Haaransatz ist unübersehbar. Ist Carinas Schuhcreme vielleicht einfach leer? Sie sieht im Gesicht so viel heller aus. Ich hoffe, der hat ganz lange daran gebastelt. Das ist völlig normal. Du legst jetzt bitte gleich auf und dann wirst du noch mal von uns, von meiner Psychologin zurückgerufen. Ich will jetzt erstmal den ersten Schritt versuchen von euch sehen. Und ich will gucken, was bricht. Ich mache hier ein Riesenherz rein. Oh. Er sucht halt immer auch so den Blickkontakt und ich denke, nichts ist unmöglich. So. Außer die Tatsache, dass die Batida-Flaschen nicht das Hellste in der Sendung sind. Das ist tatsächlich unmöglich, aber das ist ja eh klar. Ein Glück will Nico nur die ersten Schrittversuche der Kandidatin sehen und nicht die ersten Schreibversuche. Wobei das auch schon kompliziert genug werden dürfte. Mal schauen, ob sie hier genauso einbrechen werden wie Annemarie Alfels Plattenverkäufe. Immer nachdem sie sich selber eine gekauft hat. Mit einer von euch würde ich gerne noch den Abend weiter verbringen. Und das wäre Steffi. Warum jetzt sie, warum nicht ich? Das zeigt halt irgendwie auch so Desinteresse. Also es ist halt irgendwie auch ein komisches Gefühl gerade. Ich habe so das Gefühl, sie hört sich selber beim Reden nicht so ganz zu. Ist aber nicht so schlimm, das machen die anderen ja auch nicht. Ja, er macht also einen Riesenbogen um sie. Carina kennt das von sich selbst immer nur allzu gut, wenn es um Bibliotheken geht. Ich bin gespannt, was du eigentlich echt so in deinem Kopf, was da vorgeht. Diese Woche fand ich sehr schwer. Wenn wir so zusammen sind, habe ich ja gar nicht das Gefühl, als wenn es irgendwen anders geben würde als genau. Uns. Genau, das gleiche Gefühl habe ich auch. Und heute war es wieder nur für mich so eine Bestätigung. Jetzt werden also wieder die inneren Werte getestet. Wenn die beiden zusammen sind, hat sie das Gefühl, es gibt nur noch ihn und sie. Ich kann gar nicht verstehen, warum bei Tim damals keine Romantik aufkam. Grüß Gott! Habt ihr euch geküsst? Ja. Wie war's? Schön. Es ist halt noch nicht mal 24 Stunden her, dass ich mein Date hatte und dann... Kennst du das, wenn man Gewissheit hat? Weil ich das Gefühl habe, dass ich fliege. Deswegen. Carina fliegt. Ich sag's dir. Nein, Mann. Entschuldigung. Ach Mensch, ausgerechnet Hannas Stimmung verdunkelt sich. Ich befürchte, die ist bald so dunkel, wie es auch vor Carinas Spiegel sein muss. Ey, aber sorry, ein weiterer Kuss innerhalb so weniger Stunden, das ist genauso ein No-Go wie bei den Kandidatinnen ein BH in der Nacht der Rosen. Hey Linda,
Entschuldige, dass ich dich hab so lange warten lassen. Ja. Wenn Sie mit mir reden wollen, dann siezen Sie mich ab jetzt. Danke. Heute möchte ich den Tag gerne nur mit dir verbringen. Theoretisch gesehen gehörst du auf den Scheiterhaufen. Das ist auch ein Gefühlschaos bei uns, oder? Ja, aber es ist deine Schuld. Es ist meine Schuld. Ja. Hast du noch das Gefühl, dass du hier die Liebe finden kannst? Ja. Das war so witzig. Oh mein Gott, diese Rede war so gut. Er hat die Ladies hier darum gebeten, dass sie ihm eine Tracht versprechen. Bei Linda gibt es halt eben eine Trachtprügel. Schön. Du hast sämtliche Namen bei mir gehabt. Ich wollte dich wirklich umbringen. Wo fängst du an? Nee, das kann ich nicht sagen. Zieht sich im Leben immer zweimal. Und wenn es kurz vorm Tod ist. Bist du gern die Prinzessin in der Beziehung? Nein, die Königin. The Queen. Prinzessin war, als ich mal kleiner und jünger und süßer war. Aber jetzt. Aber ich würde dich auch wie eine Königin behandeln. Und ich dich wie ein König. Oh, Nico möchte unsere Linda als Prinzessin abspeisen. Wo ist die Fairness geblieben? Wo? Aber sehr, sehr gut. Sie machen eine Reise in die Zeit der Königshäuser. Also genau in die Zeit, in der das Frauenbild genau dem entspricht, was wir hier in der RTL-Sendung Der Bachelor sehen. Den Stern, den darfst du haben. Den aber nicht du. Den Mann. Nicht den Mann. Ich würde am liebsten gehen. Ich würde fliehen. Gerade wir drei sollen immer Verständnis haben. Vor allem jetzt auf einmal für Hannah. Hannah, Entschuldigung, für dich habe ich jetzt sehr, sehr viel Verständnis. An der vier vorne in einer Woche geknutscht, ey. Ich würde jeden Typen ohrfeigen, der mir das erzählt. Wer guckt eigentlich den Bachelor? Noch viel lieber, weil in der aktuellen Zeit zu Hause die zickigen Leute am Arbeitsplatz fehlen und die hier wirklich alles erfüllen. Nur damit wir es nicht vergessen. Die Steffi mag ja unsere Michelle nicht, weil die nur für Fame da ist. Aha. Und was sagt eigentlich Nico zu dem Gezicke seiner Favoritinnen? Schon sexy. Dass du existierst, hätte ich nicht gedacht. Nimm's mal nicht ernst. Würdest du sagen, dass andere schon weiter mit dir sind, als ich es bin? Ja, ich will. Was? Das ist echt. Ja, es hat geknistert. Ich wäre gerne die Letzte, die er dann küsst. Also wenn das passiert, dehydriert Mimi wahrscheinlich voll und ganz. Dass du existiert, hätte ich nicht gedacht. Ich hoffe ganz ehrlich, die Nähte von Lindas Oberteil haben eine bessere Qualität als die Dialoge der Autoren. Jetzt kommt unsere Queen aber erstmal zurück, um die gute Laune in der Villa zu zerstören. Und? Was und? Ob wir S*** hatten? Vielleicht gab's einen Kuss. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, ich bin wieder im Spiel, Leute. Ich gehe nirgendwo hin. Das ist schon mal klar. Ich bleib hier. Leute, ich bin zurück im Game. Ja, ey, ganz ehrlich, wir müssen uns hier gerade verarschen. Hier spielt keiner mit offenen Karten. Was meint Linda? Beim Bachelor werden Karten doch traditionell im BH aufbewahrt. Linda bleibt! Halli, Julia! Diese formschöne Tasche verlose ich. Alles, was ihr dafür tun müsst, steht in den Kommentaren. Ein auf. Ist jetzt meiner, finde ich, passt einfach nicht. Geht nicht. Grüß meinen Mann von mir. Nee. Oh, die ist so dumm, ey. Hat sie ihm glauben lassen, es hätte was gegeben oder auch vielleicht nicht. Verstehst du? Alles gut, Ladies. Das ist daran so schlimm, dass ich für mich beschließe, dass ich euch das jetzt ja, nicht erzähle. Ja, ist doch gut jetzt. Passt doch. Alles. Also das, ich finde das wirklich du musst nicht immer denken, du bist irgendwie uns wahnsinnig überlegen in allem oder bist immer hier der Boss oder irgendwas. Warum? Warte mal. Vor lauter Zorn fehlt unserer Linda irgendwie so ein bisschen der Esprit gerade. Sie ist also die Dani Büchner unter den Kandidaten. Sie ist doch kein Boss. Sie ist maximal eine Frau, die sich um ihren süßen Flipper kümmert. Wird er kommen? Aber was ist jetzt gerade weil das du Problem? Mir jetzt gerade hier eine wahnsinnige Show abziehst? Und dann spielst du eine wahnsinnige Show. Du bist doch gerade so ausgerastet. Nein, es geht mir zu weit. Ja, aber das Ding ist, wie die Art und Weise, wie du zurückgekommen bist. Wie denn? I'm back in the game. I'm back in the game. So. Oh Leute! Nein, ich für meinen Teil bin hier, um am Ende mit der letzten Rose dazustehen. Oder wie unsere Linda sagen würde, pa, reingeguckt. Sie hat wahnsinnig Bock auf die letzte Rose, noch mehr natürlich auf den letzten Rosé. Ich weiß auch, dass es für die Frauen nicht ganz so einfach war. Für mich war es eigentlich die beste Woche. Aber ich bin mir bewusst, dass es unbequem werden könnte. Für ihn war es eine tolle Woche. Steffi und Mimi haben sich schwarz geärgert. Aber was ist jetzt bei ihm los? Hat er schlecht geschlafen? Das Bett war ein bisschen zu hart, die Matratze. So harte Matratzen hatte Ulla zuletzt bei der Männerstaffel beim Bund. Auf geht's in die Nacht der Bestätigungsgespräche. Ich glaube, gerade heute ist die Stimmung auch sehr angespannt. Wolltest du mich die Woche nicht sehen, oder? Ja. Nein, ich wollte dich nicht sehen. Aber dir ist bewusst, dass mich das komplett verunsichert?
so Momenten? Ja. Soll es das? Nein. Wenn ich es nicht besser wüsste und nicht Linda die Perücken trägt, würde ich tatsächlich sagen, der Perückenbund drückt zu sehr an Mimis Kopf. Und deswegen klappt es vielleicht einfach mit dem Denken nicht so ganz. Mimi ist einfach genauso unangenehm wie Menschen, die immer noch Ed Hardy tragen. Mich nach einem Übernachtungsdate abzuspeisen mit einer Fahrradtour und zurückgewiesen werden. Danach hast du 4 Dates mit anderen Frauen und die kommen alle mit so einem Grinsen zurück. Hör am besten einfach auf, dich selber hier so zu demütigen. Es ist so unangenehm. Vielleicht hat sich Mimi auch einfach zu oft den Film Wie werde ich ihn los in 10 Tagen angeschaut. Der Kurs war so verdammt gut. Das war so ein Bam-Moment. Und ganz ehrlich, ich denke da auch häufiger dran. Okay, wow. Also nachdem Hannah halt nach Hause gekommen ist und dann noch der Kurs und dann habe ich halt wieder komplett alles in Frage gestellt. Der Kuss war mega gut. So. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses Geflüstere erzeugt bei mir irgendwie eine Gänsehaut und zwar auf eine sehr unangenehme Art und Weise. Was mich freut, endlich gehen Michels Flirt-Offensiven auf. Dann habe ich ja noch einmal den Schneeball geworfen. Wenn er gewollt hätte, hätte er auch die Zeichen, sag ich mal, wahrnehmen können. Sie hat einen Schneeball nach ihm geworfen und er hat dieses Zeichen nicht verstanden. Ist sie 10? Jetzt im Vorfeld erstmal abspritzen. Also du schuldest mir einen Kuss. Aber das schuldest du mir dann auch. Ich habe jetzt ein ziemlich gutes Gefühl nach dem Misch. Gut. Nochmal. Lass uns reingehen. War es so schlimm, ja, mich zu küssen? Ja, wir kommen gerade. Wir kommen gerade. Wenn sie wüssten, wie recht sie haben. Also, er macht allen Frauen ein gutes Gefühl und knutscht hinter ihrem Rücken jetzt mit der Linda rum. Gibt es vielleicht irgendein Rezept, dass die das hier auch alle ertragen? Nur noch ein 3/4 Liter Doppelkorn drüber. War der Kuss die richtige Entscheidung in dem Moment? Im Gesamtbild zum Abend? Weiß ich nicht, ob es gepasst hat. Also normal ist das hier nicht. Das ist immer unser letztes Lied, wenn wir mal Musik bekommen. Wenn für mich das Böse einen Namen hat, heißt es Mein RTL. Und dann will ich auch nicht eine Carina Wein sehen. Was ist passiert? Hängt da etwa ein Spiegel im Raum? Bitte wirklich ganz dringend die Contouring- und Selbstbräuner-Utensilien alle verstecken. Fun Fact, alle trinken hier. Aber keiner ist ganz dicht. Wow, we're friends. Hör auf mit der Kacke, Steffi, ey. Das hat sich irgendwie so nach Abschied angehört. Sag's mir einfach jetzt. Ich kann dir nicht so schmecken. Ich kann ihr kein gutes Gefühl in dem Moment geben. So. Wenn das noch härter wird, dann aber für alle dickes Fell anziehen. Ein dickes Fell, besser bekannt auch als Desiree, hätte sie bei Promis unter Palmen mal lieber ihr Kleidchen nicht angehoben. Er kann ihr halt einfach kein gutes Gefühl geben, weil er mag aufgespritzte Lippen nicht. Und laut Statistik macht das ja wirklich jede zweite Frau, lieber Nico. Gut, wenn wir Carina Spack rausrechnen, nur noch jede 10. Aber immerhin noch sehr, sehr viele. Auf geht's zur Entscheidung. Bei Mimi bin ich mir diese Woche unsicher. Und das ist neu. Ich suche eine Frau. Eine Traumfrau. Es gibt nicht nur Mimi. Es gibt auch ganz, ganz andere tolle Frauen. Ich habe keine Ahnung, wie das hier ausgeht. Er will einfach die beste Seite der Frauen sehen. Hoffentlich zeigen sie nicht wie sonst immer ihre YouTube-Profilseite. Ich vermute, er wird am Ende die Verrückte nehmen. Also genau, irgendeine halt, nur Hannah nicht. Er passt auch am besten zu mir, ehrlich gesagt, nicht zu den anderen. Linda ist immun gegen die Rauswahl, die anderen gegen Bildung. Finde ich krass. Finde ich heftig. Diese Entscheidung war sowas von falsch. Ich bin nicht nur traurig, enttäuscht, ich bin auch sauer, wütend. Punkt. Carina und Hannah bekommen keine Rose? Was? Carina dachte einfach, sie kommen sich Stück für Stück näher. Und das stimmte ja auch. Aber nur, weil sie sich jeden Tag eine neue Schicht Make-up aufgetragen hat und sie deswegen einfach immer näher an ihn rankam. Wer wird's am Ende? Doch nicht Mimi? Schreibt es mir in die Kommentare, ich freue mich. Ihr denkt an die Verlosung, gell? Einfach unten in den angepinnten Kommentar mal gucken. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Abo mit Glocke da und gebt mir einen Daumen nach oben. Vergangene Woche hat unsere Linda so sehr gereicht und es war richtig gut. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut rein. Ansonsten kann ich euch auch den DSDS-Fake-Beweis empfehlen. Und es gibt hier die kuriosesten Juryentscheidungen. Die ganze Folge Bachelor verlinke ich euch natürlich in der Beschreibung. Viel Spaß mit allem und bis ganz bald. Ciao.